Was können wir tun, um seiner Herausforderung gerecht zu werden? S-Motive hat hierfür eine Lösung sich überlegt. Diese Lösung heißt Büromanagement. Aber was bedeutet genau Büromanagement? Eine neue App, wo ich Notizen eingebe, die ich dann wieder rauskopieren muss und dann in ein anderes System kopieren muss, um dann erst meinen Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Das kann ja nicht die Lösung sein, sondern was wünsche ich mir als Anwender? Ich möchte doch einfach meine Gedanken und meine Notizen einfach erfassen. Natürlich mobil, vor Ort, ohne es später nochmal im Büro nachzuarbeiten. Und genau hier setzen wir an. Wir haben für unser System eine mobile App, wo ich meine Notizen erfassen kann. Überall, wo du bist, in einer Besprechung, auch nach einer Besprechung, du kannst das mit Speech-to-Text machen, du kannst es eintippen und diese Notizen werden bei uns im System erfasst. Stopp, warte mal ganz kurz, lieber Kollege. Lass uns das in der Software anschauen. Ich habe hier die App Notiz hinzufügen. Dann gehe ich einfach rein, kann meinen Vorgang auswählen und kann dann einfach per Speech-to-Text meine Nachricht oder meine Notiz, die ich hier hinzufügen möchte, einsprechen. Brauche also nicht tippen, kann aber auch tippen. Also zum Beispiel, ich habe Herrn Obermeier um einen Termin gebeten, damit wir uns die Situation vor Ort ansehen. Anfrage via Mail versendet. Und dann einfach hinzufügen und die Notiz wurde erfolgreich gespeichert. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Soweit so gut. Jetzt ist da ja noch kein großer Unterschied zu einer anderen Notiz-App. Was macht es jetzt so besonders? Der Unterschied entsteht darin, dass alle anderen Notiz-Apps unabhängig, autark voneinander arbeiten. Unsere Notizen-App arbeitet mit unserem System zusammen. Sprich, die Notizen sind schon in unserem System. Und jetzt wird spannend. Ich habe also alles, was ich in einer Besprechung erfasst habe, wo ich unterwegs war, schon erfasst und kann sie jetzt im Büro auch am Desktop über den Browser einfach nachqualifizieren. Und als nächsten Schritt, wenn ich das gemacht habe, solange ich die nur für mich habe, sehe ich auch nur ich diese Notizen. Also meine Privatsphäre ist bis zu diesem Zeitpunkt auch vollkommen gegeben. Nur kann ich jetzt zum nächsten Schritt übergehen. Aus den bestimmten Notizen entstehen neue Vorgänge. Vorgänge, die ich nicht mehr alleine bearbeite, sondern mit meinem Team. Entschuldigung, ich muss hier nochmal ganz kurz unterbrechen. Schauen wir doch in die Software. Hier habe ich meine Gruppe Büromanagement und meine App Folgevorgang erzeugen. Hier gehe ich wieder rein, wähle meinen Vorgang aus dem ich einen Folgevorgang erzeugen möchte und kann hier zwischen zwei verschiedenen Arten wählen. Ich kann wieder eine Büromanagement-Maßnahme daraus machen oder ich möchte einen Instandhaltungsvorgang daraus generieren, aus dem eben was passieren soll. Ich kann sagen, von wann bis wann eben dieser Vorgang zu erledigen ist, kann hier auch nochmal die Beschreibung anpassen auf etwas Passenderes. Also in dem Beispiel bitte die Fluchtweg-Piktogramme anpassen und aufhängen. Dann wähle ich ein Produkt, auf das ich diesen Vorgang erzeugen möchte. In dem Fall ist es zum Beispiel unsere Fluchtwegsteuerung und habe damit alle Informationen hinzugefügt. Jetzt kann ich noch Mitarbeiter hinzufügen. Das ist natürlich praktisch, weil ich dann weiteren Mitarbeitern oder Kollegen diesen Vorgang noch zuordnen kann, damit sie ihn auch in ihrem System sehen und weiter bearbeiten können. Einfach auf das Häkchen klicken und voilà!
fertig sind wir. Und hier geht's weiter im Video. Und dieses Team, den kann ich meine Notizen zur Verfügung stellen. Ich kann neue Vorgänge aus meinen Notizen erstellen. Einfach im System. In dem Moment, wo ich einen neuen Vorgang erstelle und dort auch Mitarbeiter hinzutue, in dem Moment können diese Mitarbeiter auch diese Notizen sehen und können sie für die weitere Bearbeitung des Vorgangs nutzen. Ich schaffe in dem Moment einen Medienbruch ab. Zusätzlich können natürlich auch die Mitarbeiter neue Notizen hinzufügen und denen steht natürlich die gleiche Funktionalität zur Verfügung. Und somit schaffe ich es, in meiner täglichen Arbeit alle meine Gedanken zu erfassen und diese, soweit es notwendig ist, auch in Folgevorgänge zu integrieren. In diesen Folgevorgängen können andere Mitarbeiter enthalten sein, so dass diese auch diese Information haben und dann auch damit weiterarbeiten können. Und damit schaffe ich es natürlich, einen gewissen Medienbruch abzuschaffen. Ich muss nicht mehr die Notizen, die ich vielleicht in einer Notizen-App gemacht habe, in ein anderes System eventuell kopieren oder wenn ich es in einem Notizblock erfasse, dann diese sogar abschreiben, sondern ich habe sie gleich in meinem System. Nun kann natürlich die Frage aufkommen, ja, alles toll, jetzt ist das in eurem System drin. Ich brauche das vielleicht aber auch in einem anderen System. Und hierfür gibt es natürlich eine moderne Schnittstellenarchitektur. Da unser System, das S-Motiv, wie man aus vielen anderen Videos ja schon gesehen hat, ja nicht eine Notizerfassungssoftware ist, sondern eigentlich ein System ist, um deine Prozesse abzubilden. Und somit haben wir natürlich auch eine moderne Schnittstellenarchitektur. Ich kann diese Notizen, wenn man die Berechtigung und die Regeln alle festgelegt hat, natürlich an jedes weitere System weitergeben. Und damit habe ich natürlich eine super smarte Lösung hier, die mir meine Notizen in meinem Unternehmen verteilt, sofern ich das möchte. Und ich habe damit natürlich auch Arbeit eingespart. Ich muss mich nicht nochmal hinsetzen, ich muss es nicht nochmal kopieren oder in verschiedene Systeme eintragen. Wenn das für dich interessant ist, dann melde dich doch bei uns oder schau einfach mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, welche tollen Themen wir noch haben. Dort erklären wir zum Beispiel, wie man an ein Softwareprojekt herangeht oder wie unsere Software prinzipiell funktioniert. Wenn du mehr zu Schnittstellen wissen möchtest, dann schau dir doch das Video einfach an. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Ade, ciao, ciao, euer Lars.